Ihr Lieben, ich will euch berichten, hier diese wahren Hundgeschichten. Sie sind kein Märchen, nicht erfunden. Sehr spannend ist die Welt von Hunden. Ich mag den mit dem Zottelfell. Er ist schwarzbraun und rennt sehr schnell. Auch lustig ist er, klug und wild, drum seht ihr ihn auf manchem Bild. Hundgeschichten, gezeichnet, gereimt und gesprochen von Karin Nenz. Für Menschen ist es sehr gesund, wenn sie sich halten, einen Hund. Das Hündchen will auf allen Vieren tagtäglich raus, es will spazieren. Kaum greift sein Herrchen nach der Leine, kommt Freude in die Hundebeine. Und ist der Mensch ein bisschen rund, braucht Auslauf er, so wie sein Hund. Oft ist er fauler als sein Tier, möcht sich nicht rühren, ich seh's an mir. Dann ist es gut, wenn Bello zappelt, ihn nervt, bis er sich aufgerappelt. Wenn sie verlassen dann das Haus, zieht's Hündchen in die Welt hinaus. Es zupft und zerrt an seiner Leine. Viel Tempo machen Hundebeine. Da stört ihn auch kein Regenwetter, er findet's draußen nun mal netter. Drum ziehen sich beide etwas an, dass man sich nicht erkälten kann. Auf mancher tollen Fahrradtour sind sie gemeinsam auf der Spur. Der Bello feuert's Herrchen an, von weitem man sie hören kann. Es macht viel Spaß ihm auf zwei Reifen. Er sitzt im Korb, dreht seine Schleifen. Mit Tier, da wird der Hundbesitzer zum Super-Doppelradelflitzer. Der Hund hat einen klugen Trick, das ist sein treuer Hundeblick. So kann das Herrchen nicht vergessen, sich auch zu kümmern um sein Fressen. Dann wedelt Bello mit dem Schwanz, sein Herrchen weiß, ein Freudentanz. Das Tier, es schleckt, der Napf wird leer, den Hundehalter freut das sehr. Was schwer uns fällt, ist für ihn Spiel. Er hilft den Blinden an ihr Ziel, kann schlau die Straße überqueren, sein Herrchen kann da auf ihn hören. Der Hund das Stöckchen apportiert, er schaut, dass Herrchen nichts passiert, und bei Gefahr scheucht sein Gebelle den Einbrecher weg von der Schwelle. Er hilft dem Jäger auf der Pirsch, er wittert Wildschwein, Reh und Hirsch. Er gibt dem Kranken neuen Mut, dem Einsamen tut er so gut. Als Polizeihund sehr viel wert, hat er schon manchen Mord geklärt. Mit seiner feinen Hundenase riecht er die heiße Spur im Grase. Im Zirkus hüpft er als Artist, auf Weiden Schafhüter er ist. Zu Hause ist er einfach süß, er kuschelt und wärmt Frauchens Füß. Oft sieht der Hund so ähnlich aus, wie's Herrchen, das ihn sucht, sich aus. Hat Hund die Nase dick und platt, sein Herrchen auch so eine hat. Ist's Tier recht kahl und hat kein Fell, leuchtet auch Herrchens Glatze hell.
Ein Mann, der hatte einen Hund, der schlief nie ein. Was war der Grund? Selbst nachts, wenn's Herrchen schlief im Zimmer, saß er davor und wachte immer. Was war dem Bello wohl passiert, dass er so wachen Auges stiert, dass niemals, selbst in tiefer Nacht, er seine Augen zugemacht? Es mußt in seinem Hundeleben doch irgendetwas Schlimmes geben, was ihm verbot, die Augen zu schließen und seinen Schlummer zu genießen. Der Hundehalter fand heraus, sein früheres Herrchen bracht hinaus ins Tierheim ihn, als er schlief fest, seitdem die Angst ihn wachen lässt. Damit der Bello Hundeseele das Menschvertrauen nicht mehr fehle, darf er in Zukunft mit ins Zimmer. Nun schließt er nachts die Augen immer. Es gab da einmal einen Hund, der hat gewartet, Stund um Stund, das Herrchen abends kommt nach Haus. Er schaute täglich nach ihm aus. Saß noch am Bahnhof manches Jahr, als Herrchen längst im Grabe war. Heut steht am Gleis ein Abschiedsstein fürs Hundchen, das so treu konnt sein. In einem Dorf, man konnte es lesen, sind Hunde Superstars gewesen. Nicht nur das Brautpaar war geschmückt, die Tiere haben auch entzückt. Sie liefen hübsch in Hut und Schleier, es war auch ihre Hochzeitsfeier. Man band sie an dem Kirchtor an, als drin sie wurden Frau und Mann. Ihr Bellen, darauf Gäste schwören, klang glücklich und war gut zu hören. Wenn Mensch und Tier sich gut verstehen, dann kann man wahre Freundschaft sehen. So macht das Leben viel mehr Spaß. Man schaukelt hoch und gibt mehr Gas.